Wenn du wissen möchtest, wie du so ein Bild selber machen kannst, dann bleib jetzt dran. Herzlich willkommen in meiner Kreativmanufaktur. Ich bin's wieder, eure Sonja, und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht's rund ums Thema Urlaubsfeeling. Also passend zum Sommer zeige ich euch, wie ich meine Resin Waves mache. Also es gibt ja verschiedene Techniken. Mich hat das total interessiert und ich wollte es unbedingt mal machen, weil ich einfach diesen Effekt so irre schön finde. Ja, und was macht man? Also, ich bin auf YouTube gegangen und habe mir, ich weiß es nicht, wie viele von diesen Videos angeschaut. Ja, und dann gießen die da ein bisschen Harz drauf, machen ein bisschen Weiß drauf, pushen das Ganze auf und voilà, fertig. So, dann bin ich in mein Atelier gegangen, habe einen Holzgrund genommen, die habe ich noch von meiner Enkaustikkunst und hab da Harz drauf gegossen, hab da Weiß drauf gemacht, hab das aufgepustet und hab eine weiße Suppe auf dem Bild gehabt. War ganz schön frustrierend. Dann bin ich wieder in YouTube reingegangen und hab nach anderen Videos geschaut und die machen das alle gleich. Alle. Also jeder sagt dir, mach da einfach ein bisschen klares Harz hin, mach da ein bisschen Weiß drüber, puste das auf und schwuppdiwupp, dann hast du diesen Zelleneffekt. Ja, den hatte ich halt nicht. So, was tun? Ich kenne ganz, ganz viele liebe Leute und dann habe ich mich mit einem guten Freund kurz geschlossen, mit dem Sascha. Der macht selber viel mit Harz und kennt sich da auch ganz gut aus. Dem habe ich mein Bild geschickt und sagte, du pass auf, ich gucke hier x Videos und guck mal, wie das aussieht. Das sieht einfach aus. Was mache ich denn falsch? Das kann doch nicht sein. Ich möchte es doch auch können und es sieht in den Videos immer so einfach aus. Und dann hat er zu mir gesagt, pass auf, prinzipiell machst du es ja schon richtig, aber man braucht Isopropanol, also 99%iger Alkohol. Und der sorgt dafür, dass es eben diese Zellen gibt. Ja, nett, dass uns das die ganzen YouTuber auch mal sagen, habe ich dann gedacht. Und so ist die Idee gekommen, dass ich euch das Video zeige. Oder dass ich eins mache überhaupt. Ich muss aber dazu sagen, es gibt natürlich, also mir fehlt da tatsächlich auch noch ein bisschen die Übung, dass der Gelierpunkt der richtige ist und so weiter. Aber die Grundtechnik, die möchte ich euch einfach zeigen. Ich bleibe auf jeden Fall dran und übe das weiter und da werden bestimmt noch viele, viele schöne Bilder entstehen. Aber ich dachte, es geht bestimmt vielen so wie mir, die dann einfach gucken wollen, wie das geht, weil sie total begeistert sind von diesem Effekt und es dann einfach nicht hinkriegen, weil halt ein ganz wichtiger Bestandteil fehlt. So, das Video habe ich jetzt über 3 Tage gedreht. Jetzt habe ich kurz überlegen müssen, 3 Tage, weil es auch 3 Schichten sind. Ich habe mit Holzgrund gearbeitet, also ich kaufe die immer bei Bösner, also hier, ich komme ja aus Reutlingen und in Stuttgart oder bei Stuttgart gibt es so einen Kunstbedarfhandel und da gibt es solche Holzgründe. Die seht ihr auch gleich in der Liste und ja, da ist natürlich, Holz ist halt Holz, gell? Deswegen habe ich einfach, das seht ihr auch gleich im Video, die erste Schicht nochmal klar drauf gemacht, einfach wegen dem Rasen. Aber guckt es euch an, ich habe das immer markiert, wann der nächste Tag war und ich erkläre euch das natürlich auch, was ich gemacht habe. Ja, wenn ihr natürlich was seht, was ich vielleicht verbessern könnte, womit ich es noch einfacher hinkriege, weil da draußen hat es bestimmt so ein paar Wellenspezialisten, dann schreibt mir doch, würde mich voll freuen. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß, bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende, das rentiert sich, damit ihr das Ergebnis seht und einfach auch noch mein Resümee. Also, viel Spaß euch! Was benötigst du alles, um selber so ein Bild herzustellen? Deine Atemschutzmaske? Nitrilhandschuhe? Dein Harzsystem,
deine Feinwaage, Becher und Spatel zum Anrühren, verschiedenfarbige Pigmente, Drop-In-Farben, Pigmentpasten, eine Silikonmatte zur Unterlage, Klebeband, deinen Heißluftföhn, einen Holzgrund und außerdem benötigst du noch feinen Sand, Naturmaterialien für die Deko und Isopropanol. So, ich habe hier zwei Joghurtbecher genommen, damit ich das Ganze drauflegen kann, damit das Harz, das drüber läuft, quasi schön auf die Silikonmatte abtropfen kann. So, jetzt habe ich von Epodex das Klebeband genommen. Das ist ganz wichtig für zum Außen zum Abkleben. Und zwar, dieses Klebeband lässt kein Harz durch aufs Holz. Deswegen nehme ich auch das und kein gewöhnliches Kreppband. Also sowas, wie man zum Tapezieren nimmt, weil das lässt das Harz durch und ihr bekommt es nachher nicht mehr weg. Ja? Also nehmt auf jeden Fall das gute Klebeband und ihr braucht ja auch nicht viel. So, dann klebe ich das Ganze jetzt erstmal ab. Hier habe ich meine Naturmaterialien ein bisschen hergerichtet. Das ist alles richtig getrocknet. Dann habe ich noch ein bisschen Sand. So, muss auf die Seite stellen. Und dann klebe ich jetzt quasi den Rand ab. Ich habe jetzt unter der blauen Matte noch eine größere, weil ich jetzt nicht weiß, genau wie viel läuft denn an der Seite runter. Weil das ja darauf härtet auch nicht, dass ihr euren Tisch einsaut oder euer Bild dann auch nachher nicht mehr wegbekommt. So. Ich habe jetzt Harz angerührt, weil das Ganze muss gelieren. Das mache ich als allererstes. Das sind jetzt rund 200 Gramm, 220 Gramm Harz und härter Gemisch. Ich mische immer ein bisschen mehr an. Ich habe mir jetzt außerhalb vom Bild wieder ein paar Formen hergerichtet und leere da den Rest mit rein. So. Dann geht's los mit dem Abkleben. Das Harz muss angelieren, weil sonst ist es zu flüssig und läuft euch direkt von eurem Holzgrund quasi runter. Und das wollen wir ja nicht. So, ihr wisst, ich bin Schwabe. So wenig wie möglich muss verloren gehen. Also. So. Ich klebe das jetzt rundum ab. Gut hindrücken. Und je besser und sauberer ihr hier arbeitet, desto einfacher habt ihr es nachher. Aber mit Handschuh abkleben ist natürlich auch echt so eine Sache, aber ich wollte sie jetzt nicht nochmal runter tun. Aber ihr seht, es hat geklappt. Die Handschuhe habe ich jetzt zum dritten Mal übrigens an, gell? Die müsst ihr nicht jedes Mal wegschmeißen. Die könnt ihr immer säubern mit einem Tuch. Und ich ziehe die dann einfach verkehrt rum runter, drehe die wieder um und blase da quasi einmal reinpusten und dann gehen die wieder auf und dann könnt ihr die auf die Seite legen, auch auf eine Silikonmatte am besten, und dann könnt ihr die mehrfach anziehen. So, genau. Ich klebe das immer unten auch nochmal rum, dass es auf jeden Fall hebt. Upsala, umgefallen. Passiert. So. Ja, das ist ein spannendes Projekt. Jetzt geht's los. Jetzt seht ihr auch, mittlerweile hat mein Harz so eine honigartige Konsistenz, wie flüssiger Honig. Das ist wirklich wichtig. Und ich fange jetzt quasi mit dem Sand an. Genau. So. Jetzt trage ich da das Harz auf. Ich zeichne da jetzt quasi die Grenze auf, wo nachher das Meer beginnt. Also ich möchte es so ein bisschen schief haben und ich mag das gern, wenn es nicht so gerade ist, sondern ich möchte auch ein bisschen mehr Wellen drin haben und dann darf das ruhig so ein bisschen rau wirken. So, jetzt kommt ein bisschen Harz drauf. Ja, ich versuche das immer dann noch mit diesem Spatel zu machen, aber
Deswegen ist auch wichtig, dass ihr eine Trilhandschuhe anzieht, weil ihr geht da jetzt direkt mit den Fingern dran. Und normale Latexhandschuhe lassen eben, ja, eben das Harz auf die Haut und das kann wirklich allergische Reaktionen hervorrufen. Und jetzt streiche ich das Ganze schön ein. So, wenn ihr andere Untergründe habt, da müsst ihr dann jetzt nicht wie ich hier eine extra Schicht, das seht ihr nachher auch noch, da habe ich den Rest von dem Harz, was ich da in dem anderen Becher abgefüllt hatte, drüber geleert, dann braucht ihr das an sich nicht. Bei Holz ist halt so, macht es Sinn wegen der Luftblasen, dass es halt versiegelt ist. Genau. Also, jetzt zeichne ich erstmal den Strand ein mit dem Harz, grob. Und dann, wenn das soweit alles, wenn da überall Harz drauf ist, da darf auch reichlich Harz drauf sein. Also so, dass wirklich überall auch Harz drauf ist und es nicht vom Holz so arg aufgesogen wird. So. Dann kommt quasi der Sand drauf. Ich habe das auch bei einem anderen Bild mal versucht, das in einem Becher Sand und Harz zu mischen. Der Sand setzt sich ab und das Harz ist oben drüber und das funktioniert nicht. Und ihr habt euren Becher eingesaut und euren Spatel, den könnt ihr nachher nicht mehr benutzen. Macht es lieber so, dann könnt ihr euren Becher später auch noch verwenden. So, jetzt stelle ich das auf die Seite und jetzt geht's los. Also wenn ihr natürlich da gern auch mit den Händen arbeitet, dann macht es ruhig. Ich habe zwar meine Handschuhe gerade geputzt, ich nehme da immer einfach gewöhnliche Feuchttücher, putze die dann ab. Ich mache das lieber mit dem Löffel, aber es kann ja auch sein, ihr arbeitet da lieber mit den Händen, dann ist das ja kein Thema. So. Und jetzt kommt so viel Sand drauf, bis man den Sand oben drauf sieht. Also ihr seht, die ersten Schichten, die werden so ein bisschen durchsichtig. Da müsst ihr immer ein bisschen mehr drauf machen. Und wenn das Ganze abgehärtet ist, dann, ich drehe das dann einfach, wenn das hart ist, quasi einmal rum. Und das, was wegfliegt, fliegt weg und der Rest hebt eben. Und so sieht es jetzt aus. Genau. Ich habe mir jetzt in einem kleinen Becher ein bisschen was abgefüllt, weil der Rest will ich ja in andere Form gießen. Und jetzt suche ich mir quasi die Materialien raus und lege das mal grob hin, wie ich das später dekoriert haben möchte. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Das ist jetzt so ein bisschen Schnickschnack oder so. Manche wollen einen Strand haben, wo gar nichts liegt. Mir persönlich gefällt es, wenn so ein bisschen Holz am Strand liegt. Das mag ich auch tatsächlich gern, wenn wir im Urlaub sind. Oder auch so ein bisschen so Büsche und so. Ich habe das Moos, das ist schon über ein Jahr alt. Und Moos behält quasi die Farbe, wenn ihr es trocknet. Und das ist wirklich schön. Ja, und jetzt mache ich da mal so eine Probe hinlegen, ob mir das gefällt oder nicht. Und überlege mir das so ein bisschen. Und guck mal, wie ich das am besten hier so drapieren kann. Das sind jetzt Olivenholzstücke. Da könnt ihr aber alles nehmen. Wichtig ist nur, dass alles trocken ist, gell? Ja. Das könnte man noch dazu hinlegen. Hm. Oh, das brauche ich nicht. Gut, und dann geht's los. So, und jetzt tauche ich, deswegen habe ich es abgefüllt, tauche ich das Ganze da rein, beziehe quasi das ganze Holz, lasse es ein bisschen abtropfen, gucke, dass überall was dran ist und lege das dann einfach so, wie mir das gefällt, hier drauf. So, leicht andrücken, nicht zu fest, nur ganz leicht. So, das reicht schon. Und das gleiche mache ich jetzt mit den Hölzern hier auch. Und ich habe das extra mit einem anderen Becher umgefüllt, weil das kann natürlich sein, dass da jetzt ein bisschen Sand dran ist. Und das möchte ich natürlich nicht in meinem anderen Harz drin haben. Auch das Moos tunke ich da rein. Also das wird auch nachher so richtig schön hart und so schließt ihr das quasi mit ein, ohne dass das euch irgendwann so zerbröckelt. Das wird also so bollerhart, sagt der Schwarm. Oh Mann, ich streng mich wirklich an, Hochdeutsch zu sprechen, aber das ist halt so. Genau, also so gefällt es mir jetzt. Und so lasse ich das auch. Und
jetzt ist so, dass ich den Rest von dem Harz hier drauf leere. Genau. Ich habe da ein bisschen den Sand weggemacht. Das leere ich jetzt hier den Rest voll drauf und beziehe quasi die restliche Holzfläche. Ich hätte es jetzt zum Beispiel auch schon farbig machen können. Das ist ganz euch überlassen, wie ihr das wollt. Ich finde, es reicht jetzt auch mit der zweiten und mit der dritten Schicht. Hier geht es ja wirklich auch nur darum, dass das Holz einmal bezogen ist, damit keine Luftblasen nach oben steigen. So, und das mache ich jetzt so ganz bis zum Rand hin. Und dann lasse ich das über Nacht härten. Und dann kann es am nächsten Tag weitergehen. Aber wie gesagt, wenn ihr wollt, ihr könnt es natürlich schon einfärben. Nur Wellen braucht ihr da noch keine machen, weil die sieht man nachher nicht. So. Und dann sehen wir uns morgen wieder. So, jetzt ist es gehärtet. Und ich habe wieder Harz angerührt. Das sind jetzt auch ungefähr 200 Gramm. Und jetzt geht's los. Zu den Farben werde ich nicht viel sagen, weil da kann jeder mischen, wie er möchte, wie es einem gefällt. Ich mache das halt so, dass die erste Farbschicht, die muss satt sein. Also da mache ich hauptsächlich Metallic-Pigmente rein. Und dieses Blau, was ihr da seht, das ist so quasi meine Hauptfarbe. Die gefällt mir am besten. Und die mache ich auch ein bisschen ins Türkis rein. Und das hat einen wichtigen Hintergrund. Und zwar muss eine Farbe oder sollte eine Farbe in beiden Farbtönen drin sein, damit es quasi optisch eins ist nachher. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auch wenn das nachher türkis ist, sollte es eins von diesen Blauschimmern mit drin haben, damit quasi das Ganze, dass man quasi sieht, dass es aus einem Farbton kommt, so wie es halt im Meer auch ist. Also manchmal wirken Farben sehr fremd und das liegt eben daran, dass man eben ganz andere Farbtöne genommen hat und so passt es halt zueinander und ihr werdet das auch gleich sehen, das harmoniert gut. Und ihr seht, ich spare da auch nicht mit den Pigmenten. Und das Zusammenrühren, das Umrühren und so weiter, das habe ich wieder rausgeschnitten. Ich nehme jetzt da noch ein bisschen von den Drop-In-Farben und so sieht es nachher fertig aus. So, jetzt mache ich noch das Weiß und da nehme ich eine weiße Farbpaste. Also, und da ist es wichtig, nehmt bitte nicht zu viel. Also, ich rühre das jetzt hier um. Das Thema ist, das Weiß ist ein sehr schweres Pigment und wenn ihr da zu viel Pigment drin habt, dann sinkt euch das nach unten und dann war's das. Ihr seht, ich streife das hier ab und das genügt, was hier dran ist. Das ist absolut ausreichend. Und ihr seht auch im Hintergrund, wo der schwarze Spatel drin ist, da habe ich noch klares Harz. So. Also, auch da habe ich wieder zu viel Harz, aber mir ist immer lieber, ich habe zu viel. Hier habe ich Isopropanol abgefüllt. Da reicht auch ein bisschen. Ihr werdet sehen, ihr braucht nicht viel. Und dann können wir starten. So, auch das habe ich wieder alles angelieren lassen. Wichtig wieder, Nitrilhandschuhe, weil ihr arbeitet mit den Händen. Und dann geht's los. So. Ah, und ich mag diese Blau- und Türkistöne, die so eben so einen türkisen Schimmer haben. So, und jetzt ganz bis zur Kante verstreichen. Das macht auch gar nichts, wenn da das Holz noch ein bisschen durchschimmert. Das seht ihr nachher alles nicht mehr. So. Grob verteilen. Das verläuft ja auch noch ein bisschen und der Härtungsprozess bewegt das Ganze ja auch noch ein bisschen. So, ich habe jetzt immer geschaut, dass ich mehr Türkis wie Blau habe, aber das ist einfach echt Geschmackssache. Macht es so, wie ihr Bock habt und wie es euch gefällt und dann wird es auch richtig cool. So, ich vermische auch immer das Blau, habt ihr gesehen, so ein bisschen mit den Fingern. Blau und Türkis, dass es so ein bisschen wilde Übergänge gibt. Auch das könnt ihr gestalten, wie ihr wollt. Und jetzt zieht ihr das Ganze so ein bisschen bis zum Strand hin. Und versucht es so gerade wie möglich zu stellen. Also ich korrigiere hier noch ein bisschen, weil ich das Gefühl gehabt habe, das läuft alles nach rechts rüber. Und ihr seht ja, ich habe da jetzt auch noch Farbe übrig. Ich habe so eine Silikonform, wo quasi für ein Tablett da ist. Und da leere ich dann immer den Rest rein. Und es gibt immer auch so schöne
Tabletts nachher oder Platten, wie auch immer. So, und jetzt geht's an die Wellen. Und jetzt solltet ihr nach Möglichkeit euer klares Harz nehmen und mit dem quasi vorzeichnen. Also, ihr seht es gleich, ich mache es mir hier bloß ein bisschen Platz verschaffen. So, also. Fangen wir mal am besten mit der Gischt oben am Strand an. Ich gehe da auch so ein bisschen in den Sand rein, weil mir gefällt es, wenn das Ganze so ein bisschen in den Sand quasi diese Meeresgischt in den Sand reinfließt optisch. Also ich mag keine so harten Übergänge. Das soll ja so natürlich wie möglich wirken. Also macht es auch so, dass ihr da auch überall das Klare hinmacht. Dann kommt das Weiße drauf. So, warum muss man das Klare vorher drunter machen? Weil, wie gesagt, die weißen Pigmente sehr schwer sind. Und so hat das weiße Pigment eben noch mehr Widerstand, bevor es eben nach unten sinkt. Und deswegen ist auch wichtig, das Harz gut angelieren zu lassen, weil das spielt euch natürlich alles in die Karten. Also ich weiß natürlich nicht, mit welchen Harzen ihr arbeitet, aber ich habe das jetzt gute 40 Minuten stehen lassen, ist auch schon leicht warm, mein Harz. So, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ihr nehmt jetzt euer Heißluftföhn und bringt das Ganze in Bewegung. Wichtig ist, aufpassen, dass es nicht mit Rauchen anfängt, weil das sind sehr giftige Dämpfe. Und jetzt pushet ihr das Weiß quasi über das durchsichtige Harz in das Türkisfarbene rein. Seht ihr das? Und wenn es aufgefächert ist, dann habt ihr da nur noch eine dünne Schicht drauf. Und dann könnt ihr, also ich habe jetzt direkt gleich noch ein bisschen nachgelegt hier. So. Und da auch noch ein bisschen. Und das ist wichtig, das Auffüllen. Also ohne Auffüllen funktioniert es nicht. Da auch noch ein bisschen. So. Und dann mit Weiß hinterher. Ah, da ist nicht ganz getroffen, aber das macht nichts. Dann wird es gleich sehen. So. Und ihr braucht da wirklich nicht viel Weiß, gell? Also ihr seht, das ist schon sehr satt. So. Und nochmal aufföhnen. Das ist wirklich, also ihr könnt es auch in unterschiedlichen Richtungen zum Beispiel auch föhnen. Das ist ganz egal. Hauptsache, es gibt solche dünne, weiße Flächen. Weil wenn da so dick Weiß drauf ist, dann funktioniert es nicht, dass Isopropanol eben diesen Zelleneffekt hergibt. Deswegen ist es wichtig, das aufzufüllen. Ein paar Zellen haben wir schon. Und jetzt ein ganz kleiner Spritzer. Also das ist nicht mal ganz durchgedrückt. Also so vielleicht ein Viertel habe ich von dieser Spritzflasche durchgedrückt. Und das genügt schon. Und jetzt könnt ihr die nächsten Wellen machen. Und das ist quasi nur, jetzt habe ich das Durchsichtige vergessen, das ist mir dann später auch eingefallen. Aber ich habe gedacht, ich probiere das jetzt trotzdem. Und das ist quasi jetzt nur die zweite Schicht. Das ist nachher das, was so einen 3D-Effekt gibt. So, jetzt gehe ich mal in die andere Richtung. Pusht das mal auf. Das sieht aus, wenn ich sehr nah dran bin, aber das täuscht. Also ihr seht jetzt hier, ich bin so gute 15 cm auf jeden Fall weg. Und so. Und jetzt kommt nochmal Isopropanol drauf. Ja. Und ihr seht, sofort habt ihr solche Zellen. So. Genau. Da sind jetzt so ein paar Tropfen drauf, aber das geht gleich wieder zu. Das macht gar nichts. So. Und so lassen wir das jetzt härten. Das ist quasi die Schicht, die man nachher in der Tiefe sieht. Also, das war jetzt Tag 2 und wir sehen uns morgen wieder. Und so sieht es nach dem Härten aus. Ich habe wieder um die 200 Gramm Harz angemacht, habe das in die Becher verteilt und heute arbeite ich fast nur mit Drop-In-Farben. Weil wir wollen das ja so durchsichtig wie möglich. Wobei ich den Hintergrund etwas dunkelblau mache. Und da haben wir ja auch keine Wellen, weil das soll ja so der Anschein machen, wie wenn das Meer hinten rechts viel tiefer wäre. Also, jetzt fange ich mit Türkis an.
Da habe ich jetzt wirklich reichlich Drop-In reingetan. Und da mache ich nur ein kleines bisschen Türkis rein. Und zwar wegen dem Schimmer. Also wirklich nur ein bisschen. Nicht zu viel. Ja. Das soll nämlich nur ein bisschen glitzern halt. Gell? Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt, natürlich. Ich mag das gern, wenn es ein bisschen glitzert. Und es kommt auch wieder von diesem schönen Blau was mit rein. So, genau. Einfach wieder, dass die Farben zueinander passen. So, jetzt habe ich das Ganze untergerührt. Und jetzt geht's ans Blaue. Und da habe ich die blauen Drop-In. So, gut schütteln. Und da mache ich natürlich ein bisschen mehr. Also hinten im Eck muss es auch nicht durchsichtig sein. Also da habe ich das bewusst so gemacht, dass es da eher satt wirkt. Weil das gibt natürlich einen toller 3D-Effekt. Dann kommt natürlich wieder dieses Blau mit rein. Rein. So. Genau. Da kommt einfach das da hinten rein, weil das war mir zu grün da hinten. Und deswegen habe ich jetzt hier das Blau angemischt. Das muss man ein paar Minütchen rühren. Einfach, dass die Pulverpigmente auskreiden und dass die sich auflösen. Und jetzt habe ich noch ein bisschen mehr von diesem Drop-In mit reingemacht, weil mir das jetzt zu türkis alles gewirkt hat. Und das ist schon wirklich viel, weil die sind super ergiebig, aber ich wollte es ja ganz satt haben. So, und das Weiß mische ich jetzt wieder an. So, und ihr seht, ich habe wieder abgestrichen und rein damit und es reicht aus. So, und im weißen Becher habe ich mein klares Harz. So, nochmal umgerührt. Das habe ich jetzt auch wieder gut angelieren lassen. Also je höher ihr kommt, desto wichtiger wird das Angelieren. So, und jetzt kommt das Ganze drauf. Ach, das ist schon gut warm. Und ihr seht, das ist eine ganz andere Farbe und trotzdem passt es einfach zusammen. So. Da habe ich jetzt mal nicht alles drauf gemacht. Und wieder schön bis zum Eck hin. Nehmt euch auch richtig Zeit da dazu. Ich meine, ja, das ist wirklich eine schöne Arbeit. Mir gefällt es, auch mit den Händen so zu arbeiten. Wenn euch das nicht gefällt, dass ihr da reinlangen müsst oder so, dann könnt ihr das auch wirklich mit einem Stäbchen probieren. Wichtig ist nur, dass es wirklich bis ganz zur Kante hinkommt und dass es so ein bisschen auch mit der Oberflächenspannung spielt. So, und jetzt kommt das Türkisne. Und da werdet ihr gleich sehen, das sieht jetzt da drauf aus, wie wenn es nur klares Harz wäre. Seht ihr die Wellen darunter? Und jetzt können wir nämlich anfangen, so richtig coole Wellen zu machen und eben diesen tiefen Effekt rauszuarbeiten. So, ich vermische das wieder, nur nicht so arg, weil das sollte tatsächlich jetzt da hinten in dem Dunklen so dunkel bleiben. Dann wieder schön bis zum Strand hin. Und da seht ihr, die Wellen von gestern quasi, die sind jetzt schon schön in der Tiefe drin. Also ich finde, das sieht jetzt schon echt irre aus. So, können wir ein bisschen großzügig sein. Das ist natürlich eher eine kostspieligere Geschichte durch das ganze Harz und so weiter. Ich habe jetzt ein Format genommen von 20x30. Aber wenn ihr das natürlich auf großen Flächen macht, dann geht schon richtig viel Harz drauf. Ja. Also, aber mit so kleinen Bildern, die wirken da auch toll und ich finde, das kann man dann schon mal probieren. Auch hier mache ich wieder den Übergang so ein bisschen. Es gibt ja selten genau gerade Linien im Meer. Also. So. Genau, passt alles. Ja, dann geht's los. Dann fangen wir doch mal mit den Wellen an. So. Und da gehe ich auch wieder schön über den Strand drüber.
Und wichtig ist natürlich auch da nicht zu viel. Also es passiert schnell, dass eben das Ganze sehr überladen wirkt. Ist halt Geschmackssache. Also eins meiner ersten Bilder, habe ich ja gesagt, war ein weißer Klecks, weil ich noch nicht so richtig wusste, wie es geht. Das ging dann irgendwie schneller wie gedacht. So. Und jetzt seht ihr gleich, wenn ich das Ganze auffülle, wie das schon einen schönen 3D-Effekt gibt. Das braucht immer ein bisschen, bis das Ganze so in Bewegung kommt, vor allem wenn es gut angeliert ist. So. Und jetzt seht ihr schon, dass das total irre aussieht, dieser Tiefeneffekt. Und deswegen ist es wichtig, dass die untere Schicht sehr farbig ist und obendrauf eben eher durchsichtig. So ein paar Zellen entstehen von alleine, aber noch nicht ausreichend. Oh, da wird das Klare vergessen. Also ihr seht, es funktioniert schon auch ohne Klarem, aber die lassen sich halt besser aufpusten oder aufföhnen, wenn da eben ein bisschen klares Harz drunter ist, weil dann eben die weiße Farbe über das Klare drüber geblasen wird. Und da machen wir natürlich auch weiter hinten noch ein paar Schichten, vor allem auch der Übergang in das Dunklere. So. Und das erste Mal ISO. Guckt euch mal das an. Ich liebe diesen Effekt. So. Dann geht gerade der Übergang. Da war ich mir erst nicht sicher, soll ich nicht, weil ich fand den eigentlich so schon ganz cool. Aber das war wirklich eine gute Entscheidung, weil man hat da so richtig diese... Es gibt doch immer in jedem Meer ganz weit hinten, wie heißen denn die Wellen? Wenn ihr das wisst, schreibt das nochmal drunter. Die hat einen ganz bestimmten Namen, hat diese Welle. Wo man dann quasi ins richtige, ins tiefe Meer hinten rauskommt. Und das wird diese Welle. Ich glaube, ich habe schon wieder Fernweh. Wie geht's denn euch? So. Ja, das ist halt, wenn man gern reist, dann kommen solche Gedanken bei solchen Bildern auf jeden Fall. So. Seht, das ist jetzt alles sehr, sehr dickflüssig, aber das ist genau richtig so. Und jetzt pusht man das da hinten mit auf, so aufgeföhnt. Jetzt funktioniert es gut. Jetzt sind wir. So. Und wieder ein bisschen ISO. Zack. So einfach funktioniert das. Und jetzt hat es natürlich ein bisschen nach hinten geschoben. Jetzt mache ich da noch eine zweite Linie mit rein, weil das gefällt mir noch nicht so ganz. Ja, es ist schon ein bisschen eine geduldige Sache, aber das ist natürlich schon auch schön. So, jetzt versuche ich jetzt, dass er nicht so arg weit nach hinten geht, sondern so quasi am Platz so ein bisschen aufgeföhnt wird, deswegen von oben. Und dann nochmal ISO drauf. Und dann lasse ich es so hart werden. Und so sieht es jetzt aus. Was sagt ihr dazu? Ich freue mich über eure Kommentare. Ja, 3 Tage Arbeit, gell? Aber ich finde, das hat sich wirklich gelohnt. Also, das ist so ein schöner Effekt. Würde ich jetzt also auf jeden Fall weitermachen. Und
meines Erachtens ist das jetzt mein bestes Bild geworden. Also ihr seht auch, die Übung macht's. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch nochmal das Video mit den Drop-In-Farben und mit den Metallic-Pigmenten und die Farbpaste. Also das, schaut euch das doch mal an. Da habe ich auch noch Details dazu erklärt. Und nächste Woche zeige ich euch, wie ich meine Rohlinge selber gieße. Also bleibt auf jeden Fall dran, es bleibt spannend und ich danke euch fürs Einschalten. Bis dann, tschüss!